So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Rahms ist der Dicke. Wir haben wieder ein kleines Unboxing für euch vorbereitet. Adi Schatz, alles Gute. Wir haben nämlich Pakete bekommen vom Sven, von der Veronika, also der Koronika. Spielt die etwa erst Pokémon Go, seitdem es Corona gibt, Coronis, oder hat sie ihren Namen nachträglich geändert? Man nennt sich doch nicht 2016, wenn das Spiel anfängt, einfach Koronika. Das ist total komisch. Komisch ist auch, dass das Paket von der Koronika steht halt einfach drauf, frohe Weihnachten. Das wirft Fragen auf, Veronika. In welcher Zeit leben Sie? Das vom Sven kommt aber in einer Extra-Folge. Ich habe auch noch das WrestleCrate UK-Paket und das ist jetzt hier also von der Koronika. Habt ihr schon mal Koronika gehört? Kennt ihr Koronika? War gestern bei Raids für Zuschauer dabei. Beziehungsweise wenn das Video online kommt, ist es wieder 3 Jahre her. Ich möchte mal dieses Merry Xmas Frohe Weihnachten-Paket hier öffnen. Ich musste jetzt ein bisschen warten, bis ich meine neue Brille kriege, damit das wieder anständig aussieht, damit ich auch wieder sehe, was da überhaupt drin ist in diesen Paketen. Die klebt immer schön ausgedruckt auf einem A4-Blatt die Adresse da drauf, damit man auch ja ihre Handschrift nicht sieht. Sie lässt ihre eigene Adresse auch immer weg. Sie schickt also immer so Koronika Mystery-Pakete, die immer total komisch wirken. Irgendwann macht's Boom und dann ist die ganze Waschbecken kaputt. Die Waschbecken, Adi, die war. Nein, beruhig dich, alles gut, Adi, leg dich wieder hin, los. Jetzt lass doch die Katze in Ruhe. Die saß doch gerade so gut, ne? Adi, die sehen so gut aus, legen Sie sich doch wieder hin. Ich glaube, der Adi ist ein bisschen überdreht, ne? Dann machen wir mal das hier auf und sehen. Einmal hier so Verpackungszeug. Einmal für die Katz, einmal da drauf. Dann fühlt die sich total wohl, oder? Guck, wie die sich wohlfühlt. Hilfe! Rettet mich! Ah! Adi, soll ich es mal runternehmen? Das ist, wir legen es einfach mal dahin. Dann fühlst du dich vielleicht nicht so. Dann haben wir hier noch was. Dann haben wir hier noch was. Du machst es aber auch mit Absicht, oder? Kann das sein? Dann haben wir hier, das sehe ich schon an den Farben, das sind Samyang-Nudeln drin. Und das sind Wodka-Dosen drin. Nein, da steht, glaube ich, Soda dran. Das sieht aus wie einmal Cheese, Bulldog Cheese und einmal wie Curry. Mal gucken, ob ich richtig liege, wenn wir es rausnehmen. Aber erstmal nehmen wir die Dosen raus. Ihr habt hier nämlich einmal von Fonti di Grodo Orangensoda, ja. Orangenwasser. Ist es jetzt Limo? Soda? Soda ist ja Wasser. Ist es jetzt Wasser oder ist es jetzt mit Kohlensäure? Ist es jetzt Limo? Ist es Orangenwasser oder ist es Orangenlimonade? Neben dem Orangensoda haben wir auch Lemonsoda. Ich weiß gar nicht, ob ich die zwei Kollegen schon mal hatte. Das kann ich euch jetzt wirklich nicht sagen. Ich stelle es jetzt erstmal hierher. Sieht aber gut aus. Original Aranciata Italiana. Da ist auch die ganze Mafia hinten drauf mit abgebildet. Mit einer anderen Kamera würde man das auch erkennen. Die sind einfach überall. Die sind im Orangengeschäft. Die sind im Melonengeschäft. Die sind überall. Wir haben hier noch Gösser Naturradler drin. 2 Dosen für Raid am... Für Chill mit Ramses für Montag in der abgeschwächten Version, wo wir mit 2 Bier trinken, dann würden das 2 Radler sein, damit wir nicht zu viel trinken. Hier haben wir einen Leo. Leo Lagerbier von Xingcha Corporation Co. Limited under Supervision of Xingcha Corporation mit 25 Cent Pfand, das ist das Wichtigste. Man muss immer wirken wie so ein Obdachloser. Das erinnert mich hier an Oettinger, oder? Diese 3 goldenen Münzen oder was das ist. Gleichzeitig steht da aber einfach München. Leo Lagerbier aus München mit einem Leoparden drauf. Sieht auf jeden Fall besonders aus. Weil der Adi eh nicht mehr hier ist, kann ich es auch jetzt einfach in sein Fach legen. Dann haben wir einmal hier das Kirin Premium Bier. Kirin Ichiban. Brewing from only the first press will ensure that the refined flavor is always at its purest. First press. Frisch gepresstes Bier
von Kirin David. Finde ich gut. Was ist das? Sieht aus wie ein legendäres Pokémon. Das hat auf jeden Fall Beine. Ist eine Mischung aus Pferd, Löwe und Missgestalt. Also Kirin Ichiban. Hätte man das gehabt zum Bier-Tasting, dann hätte man dann Bier-Tasting mitmachen können. Und Tsingtao. Das kenne ich sogar in Flaschen bei uns hier beim Chinamann auf dem Markt. Der hat nämlich auch, der hat China-Bier und der hat Thai-Bier. Thai-Bier, China-Bier, so steht das glaube ich in der Karte. Und da hat er einmal so ein weißes mit goldener Schrift und dann hat er einmal dieses grüne mit rot und Zeugs. Also dieses Tsingtao gibt es bei uns als China-Bier. China-Bier? Entweder gibt es das halt als China-Bier oder es gibt es als was anderes. Das kenne ich auf jeden Fall. Steht aber auch hier Tsingtao Brewery STT 1903 Imported Premium Lager. Und alles ist verschnörgelt. Hat euer Chinamann das auch vielleicht zufällig da? Kennt ihr das? In der Dose kenne ich es noch nicht. Wir haben drei kleine Döschen hier, die man theoretisch testen könnte. Das Lemon Orange Soda, was man testen könnte, wo ich aber jetzt gerade nicht weiß, ob. Und Gösser Naturradler, die zwei. Die trinkst du am Montag und dann ist gut. Hier haben wir jetzt die Bulldog Cheese. Ich habe gewusst, dass das Cheese ist. Das erkenne ich doch an der Verpackung. Schickt mich zu Wetten, dass ich erkenne die Bulldog Ramen-Nudeln am Geschmack. Nein, aber an der Verpackung. Da steht nämlich meistens auch drauf, was es ist. Dann einmal Bulldog Curry. Habe ich letztens erst nochmal Curry probiert gehabt. Von dem Rest, wo ich was hier hatte. Die sind wirklich so speziell. So extremer, aufdringlicher Curry-Geschmack. Ich habe mir dann Krautsalat noch mit drunter gemischt. Da war das nochmal irgendwie frisch und irgendwie anders. Also das ergibt so eine perfekte Kombination. Ich mache mir nämlich dann immer gleich zwei Packungen durch das ganze Currypulver. Da wird alles trocken, du dehydrierst komplett. Und hier haben wir noch einmal die Samyang Bulldog Hia Yang. Also, normalerweise hätte ich nämlich nur noch Käse gehabt. Ich habe immer noch diese Riesenbox, ganz viel mit Käse drin. Jetzt wieder ein paar andere Sorten auch noch am Start. Curry und einmal Hia Yang. Hia Yang ganz besonders. Das wird ein Festmahl, ne? Best mal alle drei mischen. Käse, Hia Yang und Curry mischen zusammen und dann einen ganzen Topf. Mal gucken, wie das schmeckt. Ansonsten war es das jetzt, glaube ich, von meiner Seite. Dankeschön, Coronica, für dieses Paket. So habe ich was für Montag, ich habe was zum Testen und ich habe was, was ich am Wochenende erfrischend gucken, trinken kann zum Wrestling. Und was beim Sven noch drin ist, das werden wir auch sehen. Der Adi knuspert am Karton rum. Ansonsten war es das jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, peace out. Vorhaut. Los, beiß rein, einmal, fürs Video nur. Das macht er nämlich den ganzen Tag und deswegen kann ich nicht mehr schlafen, weil er nachts sich immer irgendwas sucht und knuspert die ganze Nacht da dran rum. Wenn irgendwo irgendwas Plastikähnliches oder irgendeine Tüte oder sonst wie, der geht überall hin und nascht überall rum. Selbst wenn beim Mülleimer über den Rand ein bisschen das raushängen, da geht es die ganze Nacht. Und 5 Minuten später geht's dann und dann kotzt er irgendwo hin, weil er halt immer das Plastik frisst. So, Adi, ab jetzt gibt's nur noch Dosenbier, da kannst du wenigstens nichts dran essen. Das war's von meiner Seite aus. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.